Britta, was mich bei dir immer wieder fasziniert, du bist im Vorstand von Mercedes, also du bist wirklich High Level, du bist verheiratet, du hast einen Mann, du bist also auch Ehefrau, du hast Drillinge und du hast 30.000 Angestellte. Ich weiß nicht, wie funktioniert das? Wie bekommst du das unter einen Hut? Da gibt es kein Standardrezept. Ich glaube, das Stärkste, was jeder für sich selber verinnerlichen muss, ist, wie mache ich das in diesem Dreiklang? Du hast den Job, du hast die Familie und du hast dich selbst. Und für uns war immer ganz wichtig, dass beispielsweise startend mit dem Thema Familie, wir das immer als Team gemeinsam machen und wir immer gucken müssen, geht's diesem Team gut, also sind die Kinder gut drauf, geht's meinem Mann gut, geht's mir gut, weil dann ergibt sich alles andere ganz automatisch. Dann bin ich gut drauf und dann läuft's in der Regel natürlich auch im Job gut, weil du den Kopf frei hast, bist total motiviert. Und die Kinder sind wahrscheinlich auch total stolz, dass die Mama bei Mercedes ist, oder? Ich meine, ihr habt immer die coolsten Autos daheim, oder? Ja, das, also, das auch, stimmt. Ja, ne, das denke ich mal. Das findet auch dein Mann toll wahrscheinlich, ja, oder? Ja, natürlich, ja. Klar. Also ich meine, es ist ohnehin für mich die beste Marke der Welt, auch einer der Gründe, weshalb, ja, wenn du in Stuttgart groß geworden bist, da gibt es tolle Arbeitgeber, aber für mich war immer klar, es ist Mercedes, es ist die tollste Marke der Welt. Ich liebe Autos, auch die Herausforderungen in der Automobilbranche, total toll, und ich wollte immer international arbeiten, ich wollte immer mit Menschen arbeiten, und so bin ich da vor 28 Jahren gelandet, wo ich jetzt immer noch bin im Vertrieb und im Marketing von Mercedes. Und das heißt, du lebst deinen Traum, oder? Ich lebe total meinen Traum, ja, und es ist weiterhin super herausfordernd, toll international. Wir treffen uns jetzt hier in Austin, sind auf einer Convention, die Inspiration verbreitet. Ich glaube, wir beide sind auch total inspiriert. Ja, ja, total. Hier. Also, das ist ganz toll. Richtig, ja, ja, richtig, so die Vibrations in der Luft. Ja, 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 genau. Ja. Absolut. Ja. Ja. Ja, gut, du bist ja für Vertrieb und Marketing zuständig. Ich sage immer, das ist ja mit das Wichtigste bei Mercedes, also wenn es darum geht, Autos zu verkaufen, unter die Leute zu bringen, an die Leute zu bringen. Frauen natürlich auch ein wichtiges Thema bei euch. Also das ist schon mit die wichtigste Sparte, die du da verantwortest. Ne? Gut, am Ende muss alles zusammen funktionieren. Wir brauchen die Kollegen aus Entwicklung, die Fahrzeuge entwickeln. Wir brauchen unsere Kollegen in der Produktion und im Einkauf, die Sorge dafür tragen, dass das, was entwickelt wurde, auch zusammenpasst und produziert wird. Wenn man euch alle so erlebt, ihr seid ja schon anders als andere große Firmen. Also ja, menschlicher, nahbarer, so habe ich immer das Gefühl. Gut, wir haben, wenn ich zurückdenke, ich bin vor 28 Jahren zu Mercedes gekommen. Ich glaube, in Summe kann man sagen, waren wir deutlich konservativer. Wir haben in den letzten Jahren, weil wir erkannt haben, dass wir vorangehen wollen, wir brauchen eine neue Erneuerungsphase, unheimlich viel investiert in die Diskussion darüber, wie wollen wir sein, auch, ich sage jetzt mal, Äußerlichkeiten, wie kleide ich mich, sind natürlich wichtige Faktoren, aber eigentlich geht es ja viel tiefer. Wir wollen anders zusammenarbeiten, viele Dinge, die wir früher sakrosankt hatten, wie jetzt inzwischen deutlich verstärktes Empowerment, sind absolut wichtig, um in der schnellen Welt, in der wir heute sind, Kreativität zu zeigen, Co-Creation voranzutreiben, über Funktionen hinweg zusammenzuarbeiten, weil die Welt dreht sich. Die Welt dreht sich immer schneller und wir wollen da mitmachen. Aber du lebst ja auch deinen Traum, Tanja. Ich lebe total meinen Traum. Also ich muss sagen, ich wollte immer Journalistin werden. Und schon seit ich ein Kind bin, seit ich ein Teenager bin, war das ganz klar für mich. Und toi, toi, toi. Also ich bin jetzt seit 18 Jahren bei Bunte und es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß. Ja, und wie machst du das mit jungen Journalistinnen und Journalisten, die dich ja bestimmt fragen, für die du ja ein Role Model bist? Gibt es Tipps, die du denen gibst oder was teilst du denen mit, was du glaubst, was wichtig ist für deren beruflichen Weg? Also ich sage jedem neuen Volontär, der bei uns anfängt, ich sage immer, dass meine Tür ist immer offen. Also wer eine Frage hat, ich bin auch am Wochenende erreichbar, überhaupt keine Frage, anrufen. Und wenn man unterwegs ist auch und vielleicht irgendwas recherchieren muss und nicht weiß, wie es geht, anrufen. Und ich gehe mit den Volontären genauso Mittagessen oder Kaffee trinken, wie ich das jetzt auch mit anderen Kollegen mache oder auch mit dem Chefakteur oder dem stellvertretenden Chefakteur. Also da habe ich überhaupt keine Berührungsängste, im Gegenteil, weil ich habe ja auch mal angefangen. Also ich war 26, als es zu Bunten kam, und da waren damals nur ältere Kollegen da und natürlich dachte man, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist schwer, seinen Weg zu finden. Also man muss schon wissen, was will ich, was kann ich, wo würde ich gerne mal hingehen, und man darf halt vor allem nie aufgeben.